Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal einen etwas anderen Food Haul von mir. Ja, dieses hier ist eine Kooperation, deshalb habe ich es euch auch eingeblendet. Aber ich habe die angenommen, weil ich finde, dass die super gut zu mir passt, zu meinem Kanal. Ihr fragt mich immer wieder nach Food Hauls, Food Diaries, Kochvideos, die ich euch auch natürlich schon online gestellt habe und auch natürlich sehr, sehr gerne online stelle, denn ihr wisst, ich liebe es zu kochen, ich liebe es, ja, mich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, mit 4 Kindern bleibt es nicht aus und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich diese Kampagne an. Ich wollte den Online-Shop MyTime auf Herz und Nieren testen, ja, so nennt sich dieser Online-Shop. Ich habe tatsächlich noch nie online Lebensmittel gekauft und deshalb hat mich das Ganze sehr, sehr interessiert. Sie versprechen tatsächlich sehr viel und ich habe mir gedacht, ja, dich teste ich jetzt mal und habe das Ganze auch ein bisschen schwierig gemacht. Schwierig deshalb, weil ich auch Tiefkühlprodukte gekauft habe und frische Produkte und sehen wollte, wie sie denn hier ankommen. Es ist so, dass ihr innerhalb von 24 Stunden Tiefkühl- und frische Artikel bekommt. Ihr bekommt sie vor die Tür gestellt und es ist so, dass ihr auch einen Liefertermin angeben könnt. Also ihr könnt dann sagen, okay, keine Ahnung, ich bestelle die jetzt Freitag, ich möchte sie Dienstag vor der Tür haben. Was ich sehr, sehr praktisch finde, denn wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid und keine Ahnung, noch am Strand liegt, könnt ihr sagen, hier, ich bestelle das und das. Ne? Es gibt auch eine App, die ich mir auch runtergeladen habe und dann könnt ihr die Sachen in den Warenkorb packen, bestellen und dann habt ihr sie am Tag, ja, an dem ihr ankommt, vor der Tür stehen, was ich super praktisch finde. Aber mein erster Gedanke war vielmehr der jetzt für mich hier zu Hause, ja, den Parkplatzsuche, das lange Anstehen immer an der Kasse und vor allen Dingen das Schleppen. Also wer mir auf Snapchat folgt, weiß, dass ich mir vor 2 Tagen einen Nerv geklemmt habe und wirklich Schmerzen habe. Und ich hier diejenige bin, die einkaufen geht. Das heißt, mein Mann, der kauft nicht ein, weil er natürlich viel arbeitet. Und ich muss mir dann die Wasserkästen hochschleppen. Ich muss mir Milch hochschleppen. Ich kaufe das immer in so einer 12er-Packung. Und wir wohnen hier auf der 3. Etage. Also was heißt 3. Etage? Wir haben in den Hang reingebaut. Und das heißt, bis ich hier auf dieser Etage bin, muss ich 3 Stockwerke hochlaufen. Ja, und das heißt auch, dass ich mir das Ganze hochschleppen muss. Und das war diesmal nicht so, denn diesmal hat mir der Postbote alles hier hochgeschleppt, was ich richtig cool fand. Und ja, es ist auch so, dass ihr sämtliche Kategorien habt, also nicht nur Lebensmittel, sondern zum Beispiel auch Haushalt, ihr habt Hygieneartikel, ihr habt Sachen für die Kinder, Spielsachen, ihr habt zum Beispiel Schreibwaren, was ich auch sehr spannend finde. Also es ist ein Riesenladen und ihr könnt dann einfach drauf tippen und euch die Sachen in den Warenkorb packen. Sehr, sehr praktisch auch zum Beispiel für Menschen, die schon etwas älter sind, die nicht die Möglichkeit haben, einfach mal loszufahren, die zum Beispiel kein Auto haben oder Menschen, die krank sind, jetzt eine Grippe haben oder sich ein Bein gebrochen haben. Also für sowas ist es sehr, sehr praktisch. Auch ein Teil Luxus, wie ich finde, also auch eine Zeitersparnis. Ich selbst, ihr wisst, ich fahre ja ständig durch die Gegend. Ich muss meine Kinder zum Tennis fahren, dann dorthin in die Schule und so weiter. Also ich bin ständig unterwegs und mir fehlt wirklich die Zeit. Und Zeit ist mir sehr, sehr kostbar. Und diesen Luxus werde ich mir demnächst öfters mal gönnen, denn es ist Luxus. Zeit kann man nicht kaufen, aber mir wurde hier sehr viel Arbeit abgenommen und deshalb eine Art, ja, Zeitersparnis und eben Luxus. Ich zeige euch jetzt im Anschluss die Produkte, die ich bestellen durfte und ich würde sagen, wir sehen uns im Anschluss dann nochmal. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen, die ich euch sagen möchte und was ich noch sagen möchte ist, dass ich unten einen Rabattcode habe, mit dem könnt ihr bei der ersten Bestellung eure Versandkosten sparen, was ich auch richtig praktisch finde. Keine Sorge, wenn ihr auf den Link geht, ich bekomme dafür kein Geld, ich wollte es euch nur anbieten. Und dann wollte ich noch zum Verpackungsmaterial sagen, auch noch ein sehr wichtiger Punkt, dass der auch kostenlos abgeholt wird bei euch zu Hause. Genau, jetzt zeige ich euch aber die Produkte und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Anschluss nochmal. Bis gleich. So, der Alessandro hilft mir jetzt mal beim Auspacken. Also, was haben wir? Valentina. Den Orangensaft lieben meine Kinder. Ja. Der ist voll lecker, ne, Lissi? Ja. Dann haben wir San Pellegrino. Wasser brauchen wir immer. Was haben wir da? Ich weiß es nicht. Zeig mal. Ah, Obst. Obst, ja. Obst und Gemüse, da müssen wir dann mal reinschauen. Holst du gerade mal ein Messer, Schatz? Okay. Und hier haben wir so eine Kühlbox. Schauen wir mal, was da drin ist. Okay, ja. Sehr kalt. Ah, cool, ja, das sind diese gefrorenen Himbeeren. Die wollte ich mal testen. So, ich habe es jetzt mal komplett aufgemacht. Also hier sind die Himbeeren.
Und hier ist Alice für Pommes. Der Lissandro macht gerade den Karton da drüben auf, deswegen war es kurz laut. Und sie sind tatsächlich, wenn ich da jetzt mal so hinfasse, tatsächlich noch tiefgefroren. Jetzt schauen wir mal, was hier drin ist, mein Schatz. Das kriegst du auch. Kriegst du nicht auf? Ich helfe dir. So, gucken wir mal. Ah ja, genau, eine Avocado hatte ich bestellt. Die ist auch richtig schön noch. Und, ach ja, genau. Ah, die hatte ich für den Papa bestellt, ne? Ja, richtig schön klein. Ja, und die sind auch richtig gut. Ne, schaut. Ja, sieht auch gut aus. Das sind keine Macken, ne? Ja. Ja. Das ist schon mal gut. Die hätte ich so jetzt auch genommen. Hm, sehr cool. Jetzt gucken wir mal im nächsten Karton. Haben wir jetzt hier drin, Lassie? Ah, genau. Genau. Die hat sich einer meiner Söhne ausgesucht. Dann haben wir Vitalis. Das lieben meine Kinder zum Frühstück. Ja. Ah, Mehl. Das haben sie da nochmal so in eine Extratüte eingepackt, falls die Verpackung kaputt geht. Finde ich auch sehr gut. Das ist geschützt. Dann haben wir hier, was ist denn das? Muss der Lassie mal auspacken. Pack mal aus, Lassie. Ah ja, genau, dann hier. Sehr gut. Packen wir auch gleich aus, zeige ich euch. Dann haben wir noch dieses Produkt hier, Weizenpita. Und so habe ich euch das auch mal gezeigt. Meine Kinder lieben das. Da brate ich einfach Fleisch an und packe das rein, entweder mit Salat oder Gemüse, je nachdem. Also die habe ich auch immer zu Hause. Da, Lassie, du hast das. Und hier war noch Rapsöl. Rapsöl, genau. Das ist nämlich Teil eines Rezeptes. Da habe ich einen Hokkaido-Kürbis bestellt, einen Bio-Kürbis. So sieht er aus. Das mache ich ja voll oft, das Gericht habe ich euch auch schon des Öfteren gezeigt. Alessandro hat jetzt das Paket auch ausgepackt. Und zwar schaut mal, wie gut gesichert die sind, unsere Nikoläuse. Genau, ja. Für Nikolaus, ne Lassie? Ja. Von Milka. Yay. Genau. So, und dann als nächstes habe ich hier Kartoffeln bestellt. Diese hier. Und das noch für die Kinder. Yay, für zwischendurch, ne? Darf auch mal was Süßes sein, Lassie. So, weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt hier diese Erdnusslocken für abends. Dann haben wir ein bisschen noch was Süßes bestellt. Muss auch mal sein. Oreo lieben meine Kinder. Auf jeden Fall. Hoppala, Entschuldigung, bitte sehr. So, dann habe ich hier für die Pommes dieses Gewürz hier gebraucht von Ostmann. Bitte sehr. Und das ist auch noch Teil eines Rezeptes, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Da kommen wir später nochmal dazu. Dann habe ich natürlich auch noch an unsere Bella gedacht, von Pedigree. Diese Denta-Sticks. Und hier haben wir jetzt noch einen großen Karton. Jetzt müssen wir mal gucken. Lassie, hilfst du mir mal? Krieg mal irgendwie nicht. Ah, jetzt. So, jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Ah ja, genau. Hier haben wir jetzt noch Milch. Ist alles schön gekühlt, muss ich sagen. So, jetzt geht's weiter hier. Ich habe das ein bisschen aufgemacht, die Verpackung, dass ihr es besser sehen könnt. Und zwar habe ich jetzt hier Käse noch bestellt. Yep. Bitteschön. Dann Feldsalat, Bio-Feldsalat. Der sieht sehr, sehr lecker aus, finde ich. Also den hätte ich so definitiv auch aus dem Regal rausgeholt. Dann hier Milch. Und zwar fettarme Milch, 1,5%. Da habe ich einige Packungen bestellt, seht ihr ja. Dann hier, da freut sich der Lissandro. Actimel. Actimel, yay. Dann wollte einer meiner Söhne Marmelade, diese hier. Parmesan brauchen wir. Dann Gorgonzola, das ist auch wieder Teil des Rezepts. Salami, sieht auch lecker aus. Ja. Mozzarella. Getrocknete Tomaten. Dann habe ich gebraucht Mascarpone für das Rezept. Und hier frische Bio-Eier. Seht ihr hier das Ganze nochmal im Überblick, unseren Großeinkauf. Und was ich euch noch sagen wollte, ist, dass diese Teile hier richtig cool sind. Die werde ich definitiv wiederverwenden. Und zwar kommen die jetzt ins Gefrierfach. Und wenn wir zum Beispiel picknicken gehen oder ins Schwimmbad, wohin auch immer, oder zum Beispiel auch, wenn sich jemand verletzt, hat man einen Kühlakku zu Hause. Ja, finde ich richtig gut. Jetzt mal nur by the way, hat nichts mit dem Einkauf zu tun. Aber finde ich richtig gut. Da, Lassie. Und ja. Wie gesagt, so sieht jetzt unser Einkauf aus. Das kommt jetzt alles ins Gefrierfach. Das war wirklich alles noch tiefgefroren, also ist immer noch tiefgefroren, finde ich richtig gut. Die Sachen sind schön gekühlt, auch dieses hier. Die Milch ist schön gekühlt. Und ja, ich bin sehr zufrieden und werde das jetzt mal schnell verräumen und melde mich gleich nochmal bei euch. Lassie, kreise ich gleich mal ein Actimel? Natürlich. Natürlich. Lass dir schmecken, Schatz. Danke.
So, meine Lieben, das war also mein digitaler Lebensmitteleinkauf. Ich fand es richtig, richtig spannend. Auch meine Kinder hatten wirklich Spaß daran, Lebensmittel auszusuchen und dann in den Warenkorb zu packen. Ich hatte euch ja noch ein paar Lebensmittel gezeigt, zu denen ich was sagen wollte. Und zwar ist es so, dass es einen Rezeptfinder gibt. Da könnt ihr euch ein Rezept aussuchen und dann werden euch die ganzen Produkte quasi vorgeschlagen. Ihr seht die Endsumme und das Ganze könnt ihr dann in den Warenkorb packen. Ideal gerade für die, die Neues ausprobieren wollen, neue Rezepte oder für die, die gerade ausgezogen sind oder noch nicht so viel Erfahrung mit Kochen haben, finde ich super praktisch. Ich freue mich schon drauf. Ich werde Nudeln selber machen. Also eine richtig coole Sache. Und ansonsten finde ich auch die App sehr, sehr praktisch. Die habe ich mir auch runtergeladen auf mein Handy. Da stelle ich mich an den Kühlschrank und scanne den Barcode ein und habe dann das Produkt in den Warenkorb gepackt. Also richtig cool. Ich bin so, so dankbar, dass ich das testen durfte. Herzlichen Dank an dieser Stelle an MyTime. Dadurch, dass ich das noch nie gemacht habe, freut es mich natürlich umso mehr, dass ich jetzt was entdeckt habe, dass ich mit Sicherheit noch des Öfteren nutzen werde. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal online Lebensmittel geshoppt habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten, wenn nicht, freue ich mich natürlich, wenn ich euch dazu einen kleinen Tipp geben konnte. Lasst uns da sehr, sehr gerne in den Kommentaren gleich ein bisschen reden. Da freue ich mich über euren Austausch. Und ansonsten würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut. Und abonnieren ist natürlich kostenlos. Dann müsst ihr unten einfach nur auf den Button drücken. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Bei uns ist schon dunkel. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!